Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013, der allerletzte Part in der Saison Challenge geht an. Ja. Das Projekt ist innerhalb von einem Tag ganz schnell mal abgefrühstückt worden von mir und in Brasilien erwartet uns kein Regen, wie ich es in Erinnerung hatte. Nein, da bleibt es sonnig. Die Renndaten vom letzten Mal noch für die, die es interessiert. Und unglaublich, der 8. Sieg. Warum fällt mir gar nichts so ein? 8. Sieg, der 9. wird auf jeden Fall folgen. Vorher habe ich mir gedacht, schauen wir mal ganz kurz in die Bestliste. Wir sind 454. Ja. Nach 9 Rennen. Das heißt, ich habe hier schon ein paar Leute überholt. Ich habe eigentlich alle überholt in meiner Freundesliste. Und ich bin gespannt, wo ich am Ende stehen werde. Nach Brasilien. Ich glaube, dass die Punkte werden irgendwie nach Team berechnet und nach Endplatzierung und WM-Punkte und was weiß ich nicht alles. Nach Konstrukteurswertung glaube ich eher weniger, weil das ist ja abhängig. Brasilien steht heute das letzte Saisonrennen an. Noch ein letztes Mal können die weltbesten Fahrer zeigen, was in ihnen steckt. Auch hier gleiches Setup. Da rede ich nicht mehr um den heißen Brei herum. Einmal noch. Und zwar auf einer wirklich schönen traditionellen Strecke. Wenn die Strecke aus dem Rennkalender ist, dann weiß ich auch nicht. Dann macht man viel falsch, Bernie. Da macht man wirklich sehr, sehr, sehr viel falsch. Gerade Brasilien, ja. Brasilien. Diese Strecke hat einfach was. Das ist jedes, also jedes Jahr Zuschauer, auch wenn die jetzt ein Rückblick sind. Aber dieser Grand Prix als Saisonfinale ist eigentlich ein Muss. Ich habe die Bremsen wieder vergessen. Deswegen holen wir das erstmal ganz kurz nach. So, das wird natürlich jetzt das schnellste Rennen sein und der kürzeste Part in der Saison-Challenge. Also Curbs mag das Auto ja mal gar nicht. Okay, damit habe ich gerechnet, dass das jetzt nicht so eindeutig ist. Die Strecke ist sehr kurz und erlaubt nicht viele Fehler. Der Kurve holt man sehr, sehr viel Zeit. Aus letzte Kurve immer schwierig. Mich wundert, ich habe nicht einen Qualifying in der Saison Challenge verhauen. In Bezug auf Abkürzen. Boah, jetzt 13-1 in Marussia. Gratuliere, fantastische Leistung. Gut gemacht. Danke. Setz das im Rennen auch um. Okay, die letzte Startaufstellung in der Saison Challenge. Ich gerade von der Pole Position vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Rosberg auf der 4, Vettel 5. Kimi Räikkönen 6. Webber auf der 7, Massa 8. Grosjean auf der 9 und Jensen Button auf der 10. Wir haben 9 von 10 Pole Positions rausgefahren. Vier saubere Rennen, okay. Das ist ja eine Glanzleistung. Dass ich ein sauberes Rennen da stehen habe, ist echt eine Glanzleistung. Da muss man echt mal hoch betonen. Ja, vier saubere Rennen, stark. Das Finale. Das Finale in Brasilien. Ich sag, mein Spruch ist immer, rechts ist das Gas, links ist die Bremse. Und genau so sieht das aus. Kein Kommentar zu der Forschung und Entwicklung. Das wollte ich auch nochmal gezeigt haben, dass da wirklich was drin steht. Zum Schluss. Nur man macht es ja nicht. Warum macht es? Das scheint es ja nie frei. Aber ich glaube, ich habe jedes Ziel erfüllt vom Team. Aber da kommt eh so mal so ein Abschlussresümee. Oder Resümee von mir zur Saison-Challenge. Und das. Da werde ich mal knallhartig die Meinung zu dieser Saison-Challenge hier sagen. So, letztes Rennen. Brasilien steht an. Und wir starten das Ganze jetzt. Ein letztes Mal.
Am Ende auf der 2. Ja, das wird doch so bleiben. Also, Constitution ist damit abgehakt. Endgültig. Es sei denn, der Spieltube nochmal gefallen und schießt ihm den Hamilton ab. Das ist die einzige Chance. Also, Hamilton war unser großer Rivale. Muss man dann doch sagen in der Saison-Challenge. Okay, ich kann eigentlich mal jetzt schon mein Fazit abziehen. Also, ich finde es keine Herausforderung, wenn es. Ich finde es nicht schön gemacht. Also. Es ist was Schönes für Neulinge, für Amateuren und nicht so Erfahrene wie für mich. Nur für mich ist das wirklich die Enttäuschung dieses Spiels. Noch vor dem Young Drivers Test. Weil, wie gesagt, es kann nicht sein, dass ich wirklich im schwächsten Team der Formel 1 keine Probleme habe gegen die KI auf Profi. Das ist dann schon wirklich so. Nee. Da denke ich mir auch jedes Mal, es heißt Challenge. Challenge heißt Herausforderung. Es ist keine Herausforderung. In dem Sinne. Ja? Man kann sich hier auch nicht verbessern. Das ist einfach so. Man fährt hier mit Schnellsetups drumherum. Das war's. Das war's. Das hört sich jetzt knallhart an, das ist aber so. Und das finde ich extrem schade. Also man könnte hier deutlich mehr rausziehen, definitiv. Klar, das 5-Runden-Event, schön und gut. Es ist was für zwischendurch, keine Frage. Ja, es ist jetzt wirklich was für zwischendurch. Wenn man jetzt keine Lust auf irgendeine lange Karriere hat. Aber wenn man wirklich auf Legende schon gespielt hat, die Karriere, und dann sagt man sich. Du, jetzt fange ich die Saison-Challenge an, weil das fehlt mir noch. Dann wird man enttäuscht. Dann wird man gnadenlos enttäuscht vom Spiel. Also für Neulinge und nicht so Erfahrene definitiv geeignet. Ja. Aber jetzt für die Vollprofis nicht geeignet. Da muss man sich ja noch mehr Challenges suchen. Ja. Indem man sagt, komm, du fährst nur auf harten Reifen. Ich glaube, selbst dann habe ich auch keine Herausforderung. Ja? Weil ich bin hier so dominant teilweise gefahren im gesamten Rennen. Du hast 4 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. Das ist dann, ja, traurig, aber wahr. Aber ich finde es schön, man kann wenigstens so ein kleines Team auch wirklich nach vorantreiben. Also wer sich hier wirklich für einen Profi hält, ja, indem er die Weltmeisterschaft hier gewinnt, nein. Ein Rennfahrer, der braucht mehr Komponenten, als in einem 5-Runden-Rennen seine fahrerischen Leistungen abzurufen. Schade, der hat unter 1,13. Aber mich wundert, was man mit dem Marussia erreichen kann. Klar, für Karriere fährt, da bist du aber 1,13 nur, da bist du aber auch gerade mal so unter den besten 10. Ja, wenn man es jetzt trocken betrachtet. Ja. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich einen im Tee habe. Nein, habe ich nicht. Mich hat es gewundert auch, dass ich einfach hier ohne Probleme die Qualifyings bestanden habe. Ja. Das ist auch natürlich auch so. Also hier in der Saisonstellung hat das Qualifying eine extrem hohe Stellung. Nur ich glaube auch nicht, dass ich von 22 irgendein Problem gehabt hätte, mich hier von ganz hinten nach vorn zu arbeiten. Den muss ich aber auch mal loswerden. Ich glaube, da hätte ich auch nicht so das große, nicht ganz das große Problem mit gehabt. Im Top-Team wie Red Bull und Mercedes war ich hier 40 Sekunden raus. Das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ich immer ruscher ja hier schon 10 Sekunden rausfahre. Dann fahren wir ja hier 2 Sekunden ungefähr pro Runde schneller. War nicht ganz. Aber 1,12,5, das ist stark. Lassen wir es mal 1,5 sein. Ja, das Ganze mal 5 sind 6 Sekunden.
6 Sekunden drauf sind wir bei 13. Ja, 20 Sekunden, das könnte man schon schaffen hier. Das wären dann 4 Sekunden schneller. Aber es ist jetzt alles Theorie und Praxis sind eh immer zwei Paar Schuhe. Qualifying war es eine Herausforderung. Im Rennen muss, da muss Gott muss das dran arbeiten. Also Rennpace stimmt nicht immer. Ist nicht immer ideal gemacht. Auch nicht jene Saison-Challenge. Wie gesagt, das Fazit habe ich eigentlich jetzt schon abgegeben. Noch einmal hochbeschleunigen hier. 8,7 haben wir jetzt. Da müssten jetzt gleich eigentlich 9 oder sowas stehen. Letzter Saisonsieg. 9 von 10. Vierter oder besser haben wir erreicht. Bianca wurde 20. Wow. Weiß ja nicht, was ich von dem Teamkollegen halten soll. Ja. Kein Abschluss von meinem Kommentator, aber egal. Ich gewinne vor Hamilton. Damit ist die Geschichte eh durch. Alonso auf der 3, Kimi 4. am Ende, 5. Rosberg, 6. Vettel, Felipe Massa auf 7, Grosjean auf der 8, 9. Weber und 10. ist Hülkenberg. Fahrer-WM. Familienbande, die habe ich noch freigespielt. Das heißt, ich bin im Team geblieben bis zum Ende. Deswegen kamen so ein bisschen die 90 Punkte auf Hamilton und 109 auf Alonso. Oh, gib mir die Kugel, würde ich sagen. Und 13 Punkte haben uns am Ende gefehlt. Aber wir sind Zweite. Das ist, ich habe mit Position 4 gerechnet am Anfang, ja. Ich habe gesagt, Vierter ist das Ziel, also Zweiter. Und zwischenzeitlich habe ich nur darüber geredet, ob wir nicht Konstrukteursweltmeister sogar noch alleine werden. Nach dem einen Punktesystem, da brauche ich jetzt keinen Kösti, der das hier zusammenrechnet, hätten wir es auch geschafft. Ja, es hätte locker gereicht. Wir sind nie Zweiter und Dritter geworden. Irgendwie fehlt so eine schöne Schlusssequenz. Ja, ich bin Weltmeister. Habt ihr was anderes erwartet? Ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Saison-Challenge abgeschlossen. Position in der Fahrerweltmeisterschaft. Erster. Schnellste Runden. 10. Pole Positions. 9. Durchschnittsplatzierung. 1. Siege. 9. Punkte. 243 von 250. Wertung. Saison-Challenge. 89.873. Anzahl der Teams 1. Besiegte Rivalen 4. Ausgewählte Rivalen 4. Woo! Würde ich mal sagen, jetzt wissen wir aber nicht am Ende, wie viele Punkte oder wo ich stehe. Was in den Infos anzeigen? Was? Ich will gerne wissen, wo ich stehe damit. Ich will das jetzt gerne wissen. Oder ich will es euch sagen. 42. Okay. 42. Am Ende. Kann ich mit zufrieden sein. Definitiv. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Erste für wie viel der Erste hat. 98.000, okay. Ja, aber das merkt man hier schon. 92.000, 95.000, 92.000. Wo fängt denn hier so 90.000 Grenze an? Also 91.000 ist man schon wirklich gut dabei. Ja, 90.000, ja. Aber wie gesagt, ich bin damit zufrieden, das reicht mir. Es sind ja nicht viele über mir eigentlich, ne. 42. am Ende, ich bin damit zufrieden und da habt ihr jetzt eigentlich mal wieder so einen schönen Mittelwert. Also ich bin immer so um den 40. herum. Ist ja auch was. Ich bin mit einer Pfeife gefahren, das ist der Unterschied. Er ist zum Beispiel ohne gefahren, aber macht gar nichts. Also ich will hier raus, ich will keine Saison-Challenge. Das nächste ist nur die Karriere dran. Genau, nur die Karriere ist dann keine Saison-Challenge in der Garage. Ja, nix da. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausstecher nochmal gefallen. Und schaltet auf jeden Fall nochmal in der Karriere ein. Ich denke mal, dass ich doch nicht da durch sein werde. Auf jeden Fall, es kommen jetzt 4 Karriere-Parts. Pro Woche wieder. In
einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen sein. Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Formel 1 2013 oder Let's Play Formel 1 2014.